Hallo, wir sind Before Us All. Ihr seid GoTV. Be part of it. Wir sind eine junge Thrash-Core-Band aus Enns, Oberösterreich. Wir haben uns gegründet 2010, der Chris und ich. Unsere Einflüsse sind ziemlich durchgemischt. Zum Beispiel unser Mattel, der horcht recht gern Melodic Death Metal, was bei mir wieder ganz anders ist. Ich bin zum Beispiel auf August Burns Red auf der Schiene, also doch stark Metalcore. Und wir versuchen eben da unsere Schiene zu finden. Wir wollen auf alle Fälle schauen, dass wir das so gut wie möglich, so groß wie möglich aufziehen. Aber nicht im Sinne von, ja, wir müssen unbedingt von der Musik leben können, sondern dass das möglichst viel Leute anspricht und dass wir einfach unseren Spaß bei der Musik haben. Ja, dadurch, dass das Album auch ein Self-Release war, gibt es das Album nur bei uns zu kaufen dabei. Entweder, wie gesagt, über Facebook oder ihr schreibt uns eine E-Mail an beforeusallofficial@gmail.com. Wer uns live sehen will, wir machen im Oktober eine Österreich-Tour. Termine dazu findet ihr auf unserer Facebook-Seite facebook.com/beforeusallofficial. Hallo, werte GoTV-Zuschauer, wir sind Before Us All aus Enns, Oberösterreich. Wir sind eine junge Thrashcore-Band. Ja, was soll man groß sagen? Ihr seid dabei heute bei der Hosted By Show von Before Us All. Wir zeigen euch in der nächsten Stunde Musikvideos, die uns sehr beeinflusst haben in den letzten 2 Jahren. Wie würde ich sagen, wir fangen einfach gleich an mit In Due Time von Killswitch Engage. So, das waren Killswitch Engage mit In Due Time. Und der nächste Song kommt von einer Vorarlberger Band, Österreicher. Die Jungs sind eigentlich der Musikexport im Metal schlechthin bei uns. Die Jungs heißen The Sorrow, das neue Video Retracing Memories. So, wir sind wieder zurück. Ihr seht, hosted by Before Us All auf GoTV. Der nächste Song ist von Parkway Drive namens Karma. Und das Lied hat sich eigentlich unser Merger, der Christoph Schemmerer, gewünscht. Und das spielen wir ihm jetzt. So, grüß euch, ich bin der Doms, Boss bei Before Us All. Das nächste Lied ist von einer Band, mit denen sind wir auf Tour im Oktober in Österreich. Und zwar ist es Cursed by the Fall mit Love in a New Dimension. Es ist noch immer Hosted By bei Before Us All. Die nächste Band, die hat mich persönlich sehr beeinflusst und ich glaube, ich bin nicht der Einzige in der Band. Und zwar ist das Devil Driver, das nächste Lied, das taugt mir persönlich sehr und das Video dazu gefällt mir auch immer wieder, dass ich es anschaue. Das ist Not All Who Wander Are Lost. Hallo liebe GoTV-Zuschauer, ich bin der Mattel von Before Us All, ich bin der Lead-Gitarrist und unser nächstes Lied wird von In Flames sein. Es ist von einer Melodic Death Metal Band aus Schweden. Das ist eine Band, die was meinen Musikstil sehr beeinflusst und ein Lied, was wir euch sagen, ist Cloud Connected. So, liebe Leute, jetzt wagen wir einen Sprung in die Rock-Szene.
Und zwar mit unseren Freunden aus Tirol, Skyshape, unbedingt anschauen auf Facebook. Wir haben jetzt ein Lied rausgebracht vor einem Jahr circa und das heißt Radioactive World. Servus, grüß euch, ihr seid immer noch bei GoTV. Ich bin der Chris von Before Us All. Und das nächste Lied, das möchte ich sagen, ist auch von einem Freund von uns, und zwar von Dreaded Downfall. Ein Album ist gerade jetzt rausgekommen mit Idols for the Broken. Und ja, genießt es, der Name ist Seasons. Wir sind schon wieder fast am Ende vor der Sendung Hosted By. Ja, ich bin übrigens der Michi, Sänger und Rhythmusgitarrist. Die nächste Band, die wir euch vorstellen, beziehungsweise von der wir euch das Video zeigen, sind Machine Head. Eigentlich die Band, die mich persönlich am meisten geprägt hat in den letzten paar Jahren. Der Song heißt Darkness Within, ist ein Wahnsinnstext, ist ein cooles Video. Schaut euch das an. So, liebe Leute, wir sind am Schluss der Sendung Hosted By Before Us All. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat es voll taugt. Ja, vielleicht noch kurz Werbung in eigener Sache. Schaut auf unsere Facebook-Seite, facebook.com/beforeusallofficial. Wir haben vor 3 Wochen eine CD ausgebracht, unser erstes Album Revelations. Gibt es bei uns käuflich zu erwerben. Schreibt uns eine Mail, schaut auf unsere Facebook-Seite. Da findet ihr auch die nächsten Daten zu Gigs, beziehungsweise die Daten dann zur Tour, die im Oktober stattfinden wird, mit Curse by the Fallen. Ja, wie gesagt, uns hat es taugt, wir hoffen euch auch. Der letzte Song ist von uns, vom neuen Album Revelations. Der Song heißt Sight of Blindness. Bleibt's geil.